Maybe if I change the way I love it. Zurück bei den Wolves und das hier ist unser Ausblick gerade und gerade geht die Sonne auf und reflektiert hier voll schön. Das sieht richtig toll aus und ja, wir machen uns jetzt fertig und dann gibt es erstmal was zum Frühstücken. Was sieht so richtig toll aus, oder? Das ist so ein Stoff, der die ganze Zeit weht. Ich finde, das sieht so schön aus. So, wir sind jetzt gerade ein Stück gelaufen, sind am Macy's. Und die haben wieder die ganzen Fenster total süß. Okay, was? Die haben richtig süß die Fenster gemacht. Und die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel. So fehlt doch Bein. Wie schön ist das bitte dekoriert? Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Richtig geil. Richtig schön sieht es hier aus, ne? Ja! Wundert euch einfach nicht, Leute. Ich habe mich heute jetzt das dritte Mal umgezogen. Ja, keine Ahnung. Ich will das einfach hier nutzen. Ich habe ziemlich viele Outfits mit. Und ich will für euch so ein paar coole Looks einfach abfilmen, die ich sehr, sehr gerne trage. Und hier eignet es sich halt einfach mega, diese Location. Und deswegen will ich gucken, dass ich so viel wie möglich für euch hier shooten und abfilmen kann. Und ein paar Inspirationen und sowas. Ja, wir gehen jetzt wieder raus. Wir haben jetzt ganz kurz uns hier umgezogen noch und ja, werden jetzt Richtung Times Square laufen. Erstmal noch nach Soho rein und dann so gegen 16 Uhr Richtung Times Square. Und dann seht ihr gleich den Times Square. Wir haben gerade voll das coole Bild hier gefunden. Und das ist so mit Glitzer und allem. Sieht voll süß aus. Richtig cool. Ja, und wir sind übrigens gerade in Soho. Nina und ich im Partnerlook mit der Mütze. Nina hat sich die Mütze in Rot geholt, ich habe sie in Grün und das ist übrigens von Victoria's Secret bzw. Pink. Und jetzt geht's wohin, Leute? Wohin geht's, Dean? Shake Shack. Shake Shack. Yummy. Ja, ansonsten, es ist richtig toll, das Wetter. Also, wir haben keinen Regen. Morgen soll es eventuell ein bisschen regnen. Aber ja, das hält uns nicht ab. Wir wollen morgen One World Trade Center. Morgen hat die Nina Geburtstag. Oh Gott, oh Bibi. Gott. Und ja, also eigentlich hat sie in, ich glaube, 3 Stunden oder so, 2,5 voll Stunden. Komisch irgendwie. Dann ist sie 26. Die 30 kommt ja näher. Aber jetzt quasi hier nachmittags feiern ist ja irgendwie auch richtig komisch. Weird. Ja, aber vor allem gleich werden alle schreiben und ich denke so, ja. Nee, eigentlich erst morgen. Okay. Ja, eigentlich heute um 0. Ja. Okay, ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, hat sie gleich Geburtstag. Und dann wollen wir morgen One World Trade Center, wir wollen morgen 9-11 unten genau das Museum uns anschauen. Und zu 7-Eleven wollten wir auch noch was zu trinken holen. Nee. Ich so, Leute, 7-Eleven gehen wir auf jeden Fall. Und alle so, hä? Hey, wie 7-Eleven? Was ist denn so geil jetzt an einem scheiß Supermarkt? Und Nina so, hey, nein, das Museum. Ich so, ja, 9-11, ne? Genau, guck mal, sogar die Toilettenhäuschen sehen hier geiler aus. Alles sieht geiler aus. Ja, und dann wollten wir morgen eventuell, haben wir jetzt eigentlich wegen dem Basketballspielen mal geguckt. Das muss man jetzt heute. Können wir jetzt gleich mal machen und dann Karten vor Ort kaufen. Nein, näher, ne? Ist das? Ach echt? Ja, ach ja, geil. Dann lass mal gucken. Oder wir fragen einfach mal im Hotel. Weil die können ja meistens, gerade wenn man da wohnt, direkt in der Nähe, wissen die am besten, wo man... Ja, dann machen wir das so. Also vielleicht sind wir morgen auch beim Basketballspiel. So, Nina hat jetzt Geburtstag. Ich habe jetzt gerade ein Törtchen geholt. Und wir haben eine 26. Ja, jetzt werden wir sie kurz überraschen. Ich war gerade im Flight Club und habe mir gerade ein paar Schuhe geholt und habe die Schuhe bezahlt. Und beim Bezahlen hat sich einfach dieses Transaktionsgerät von Verifone oder sowas war das, komplett aufgehangen. Und jetzt hat Tobi zweimal Schuhe gekauft. Nee. Und mittendrin, dann ist das die ganze Zeit bei Bitte warten hängen geblieben.
aber ich bekomme über jede Abbuchung, die auf meinem Konto passiert, egal ob Kredit, EC-Karten oder sonst was, bekomme ich eine Benachrichtigung, dass etwas abgebucht wurde. Und ich habe diese Benachrichtigung bekommen. Das war jetzt gerade nur zur Ablenkung, ich kann das euch noch erzählen. Andersrum. Oh mein Gott, was ist das? 62, Nina! Endlich 62, Leute! Liebe Nina! Was? Happy Birthday! Ich denke mir so, was laut, ey, Alter! Happy Birthday, guck, Nina! Wie geil das Törtchen da hängt! Hey, was? Das lag auf meiner Hand! Ja, und das mit dem Schuhe kaufen hat jetzt eigentlich alles gecrashed, weil eigentlich hat es mit dem Schuhe kaufen super hingehauen, dass Nina abgelenkt war. Und dann am Ende dieser Fail beim Bezahlen. Das war richtig miese. Also wirklich, also true story, Leute. Wurde irgendwie abgebucht und jetzt muss ich aber nochmal bezahlen, damit ich die Schuhe mitkommen kann. Und keine Ahnung. Ja, hier ist vorne. Ich hab sogar noch ein Schuh. Als du gesagt hast, wo ist Maren, hab ich doch gesagt, ja, die ist da hinten irgendwo. Und ich wundere mich so sehr, vorhin habe ich gefragt, wie sind denn die Schuhe? Yes. Ich so, hä, sag mal, so viel mit meinem. Ja, es hat perfekt gepasst mit der Schuhablenkung, aber dann kam das Ende. Seit wann will der meine Meinung, Alter? Und doch ein Stück Sekunde. Wow, seit wann will der meine Meinung, Alter? Oh Gott, verrückt, Leute. Also, Nina hat Geburtstag, wir machen das jetzt hier gerade nach deutscher Zeit und nicht nach amerikanischer Zeit, weil Nina wurde ja auch in Deutschland geboren. Nö. Wir haben ja gerade 18 Uhr. Ja, du hast, egal ob du die 6 oder die 2 umgedreht hast, es war trotzdem 62 und dann irgendeine... Oh Mann, Maren, Knüller bei der Kerze. Oh, Geburtstagskind? Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Nina hat sich das gerade gewünscht und wir haben auch gerade mega Lust. Und jetzt geht's hier auf den süßen Weihnachtsmarkt. Ich liebe das voll. Die haben dann hier so Gewürze und alles, Steinchen. Ist halt ein bisschen anders als unser deutscher Weihnachtsmarkt. Aber es ist richtig schön. Ich finde den sogar hier, guckt euch das mal an. Mega. Wir trinken gerade einen Glühwein. Auf Nina. Auf Nina. Auf Nina. Nochmal auf Nina. Wir haben es zwar gerade schon gemacht, Nina. Und es ist wirklich Glühwein. Guckt mal, Leute. Glühwein. Aber halt Kinderpunsch, ja. Sie hat auch gerade Deutsch gesprochen, sehr süß. Wir reisen nach Amerika, um Deutsch zu sprechen. Ja, um deutsches Zeug zu haben. Super, oder? Super. Ja, auf jeden Fall, hier wird jetzt Glühwein hier auf Ninas Nacken und ja, latschen jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich hätte voll Bock, mal wieder zu puzzeln, ne? Ohne Quatsch, das letzte Puzzle, was ich hatte, lag 6 Wochen auf dem Tisch und dann hatte Tobi keinen Bock mehr und hat es einfach weggeräumt. Was? Das Puzzle, weißt du noch? Wo ich so voll hartnäckig dran gesessen habe und dann hast du es nicht weiter gepuzzelt mit mir. Das hättet ihr ja mal sehen müssen. Das waren genau eine halbe Stunde Hype und danach lag es 3 Wochen rum. Ja, und dann hatte Tobi keinen Bock. Verloren und kam nicht dazu. Ja, wegen Ivy und Finn. Nein. Na klar. Wir haben für Nina jetzt Ballons geholt, die werden da hinten aufgeblasen und wir haben jetzt einfach für Dean einen Stift geholt. Seit einer Stunde ein kleines Bedürfnis. Ich weiß zwar nicht, welches Bedürfnis. Ich weiß auch nicht. Könnt ihr es erraten? Jetzt haben wir den gefunden. Und dann schenkt mir Dean jetzt. Was sagt ihr dazu? Ja. Oh, guck mal, voll geil, ey. Guck mal, Ivy. Die, oh, ja, Ivy, genau. Das ist eher Finn. Wow, das ist voll cool. Süß. Guck mal, Marley. Oh mein Gott, ja. Was? Nee, das ist ein Andenken dafür, dass wir immer für dich zum Hotel laufen müssen, weil du immer Druck auf der Leitung hast. Angekommen! Am Times Square. Ich habe mir jetzt gerade mal noch eine etwas längere, dickere Jacke angezogen. Wir sind hier angekommen. Die Ballons machen schlapp, ja.
Helium zieht sich halt bei Kälte, ne, zusammen. Und es ist super hell hier. Einfach mega schön. Ich liebe das. Times Square ist einfach so cool. Tobi ist ein bisschen K.O. Der weiß nicht wirklich, wohin mit seinem Leben gerade. Ja, Jetlag ruft, ne? Wollten aber unbedingt jetzt hier noch hin. Wollten ein schönes Foto machen für Nina. Und den Times Square auf jeden Fall abends sehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor die nächsten Tage. Und ja, eigentlich schon, ja. Okay, krasser Scheiß. Heb die mal hoch, bitte. Warte. Nein, fass sie nicht an. Nicht anfassen. Ist jetzt, Jetzt! Geil, ey. Ampel einfach. Hängt die hier. Ich hab einfach so gemacht. Runtergefallen. Hängt die hier. Naja, egal. Ja, Tobi schlittert. Ich habe keine Karte, ne? Tobi, ich habe keine Karte. Okay, da kommen jetzt Leute, die denken sich jetzt auch so. Ich sah aus wie so ein Moff gerade hier. Soll ich erstmal einen Kuchen machen? Bist du ein Emo? Nee, wir haben hier ein Birthday-Dinner. So, und Tobi, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der macht. Irgendwie klacke mit meinen Beinen hier gerade. Ich mach mal gerade ein Foto. Ja, warte mal kurz. Jetzt wartest du mal, okay? Hast du eine Karte? Nein. Hast du keine? Nein. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich hab dir viermal gesagt. Alter. Ich hab dir viermal gesagt, nimm eine Karte mit. Was soll ich jetzt machen? Ich hab keine. Ich hab dem dreimal. Ich hab sogar auf Kamera, wie ich dem zweimal gesagt habe, nimm eine Karte mit. Wir wollten ja gleich überhaupt wieder hochkommen mit dem Scheiß. Ja, wir müssen erstmal runter für eine neue Karte. Von denen, das war jetzt echt schlau. Was hast du für Oh, lass schon, ich muss auch mal. Das ist. Oh, sorry. Was ist das? Das ist Strawberry hier. Ja, heißt das Strawberry Cheesecake. Nee, das ist einfach nur Strawberry Crumble. Wir sitzen gerade bei Fresh & Co. und wir essen. Wir frühstücken. Draußen regnet es leider, aber halt so wild. Da sitzt das Geburtstagskind, genau. Und jetzt gleich werden wir ein bisschen Sightseeing machen, also One World Trade Center, ja, solche Sachen halt. Ja, ihr Lieben, wir haben tatsächlich uns jetzt eine ganze Weile, den ganzen Tag über eigentlich nicht gemeldet. Wir hätten rübergehen sollen, ne? Komm, nee, okay. Nach vorne auch rübergehen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Warte, erstmal vorab will ich einmal die Zuschauer fragen, weil bis dass ich in Abu Dhabi bin, werde ich wahrscheinlich vielleicht keine Lösung gefunden haben. Ich habe unnormalste Rückenschmerzen im unteren Rücken. Das zieht sich sogar auf meine, Beine. Und alter Schwede, ja, die haben gerade gesehen, dass wir filmen. Wow. Oh, echt? Deswegen brüllt ihr die ganze Zeit Vlog, Vlog, Vlog. Ach so, echt? Yo, wir are in the Vlog, wir are in the Vlog. Okay, hi guys. Ja. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was am besten hilft. Also warme Dusche und so, 10 Stunden Wasser draufhalten, alles funktioniert nicht. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Siehst du, wir kommen hier nicht rüber. Doch, hier vorne. Jedenfalls, was ich gerade sagen wollte, ist, wir haben heute den ganzen Tag über nicht gefilmt, weil wir eben noch bei 9/11 in den Museum waren und dass wir auch so ein bisschen genossen haben ohne Kamera. Ja, jetzt gerade waren wir mal kurz bei Zara. Ja, also den Tag genossen meinte ich jetzt eigentlich eher. Ja, jetzt sind wir gerade hier ein bisschen noch unterwegs. Wir waren gerade bei Zara, holen jetzt Nina und Dean ab und dann geht's jetzt gleich zu dem Basketballspiel. It's gold! It's so gold in New York! It's gold outside! Alter, ohne Scheiß, Leute. Aber wir sind jetzt im. Hallo! Okay. Wir sind auf jeden Fall Madison Square Garden und da ist
das Basketballspiel drin. Deswegen haben wir jetzt, das ist halt nur 300, 400 Meter von unserem Hotel. Deswegen haben wir gesagt, wir ziehen jetzt hier keine fetten Jacken an. Ich habe jetzt so eine Fließjacke, also nicht Fließ, aber so eine kuschelige Jacke an. Pullover, Schal, entspannte Leggings. Und ja, toll, super, danke schön, da war der Starbucks. Neben mir. Egal. Weißt du, die Männer, die haben so ein Feeling, weißt du? So, wenn die was wollen, da müssen, aber die müssen wir aber sofort hin. Wenn ich oder Nina was will, ne. Stopp mal ganz kurz. Interessiert nicht. Den weiß schon, dass der mein Ticket hat, ne? Ach, Nina. Ist nur mein Geburtstag, ich kann draußen bleiben. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und die Nina ist ne Kuh. Kanujak, voll geil, wir haben uns zwei Käppis geholt, ja. Mega cool und einen Finger. Und so uns noch was zu trinken. Und dann geht's los. Ich freue mich voll. Tash Gibson! Good evening, Knicks fans. On behalf of myself, my teammates, and the Knicks organization. Bauch. Einmal Brüste zeigen, bitte.